So, genau, der Christoph drückt aufs Aufnahmeknöpfchen und wir starten in, sage ich mal, nee, wir haben ja schon gestartet. Ich habe ja ganz bewusst 3, 4 Minuten gewartet, um später anzufangen, um dem Ruf gerecht zu werden, dass wir nie pünktlich anfangen. Wäre ja blöd, wenn wir gerade jetzt, wo wir frei haben, wo wir durch sind, wo wir Luft haben, dann auf einmal pünktlich anfangen, oder? Und man sieht es ja auch an den Teilnehmern, die ja inzwischen auch gewohnheitsgemäß etwas später reingestolpert kommen, ne? Weil sie genau wissen, wir fangen etwas später an. Genau, wir sind ja nicht nach Skandinavien gefahren, um gute alte Gewohnheiten abzulegen, sondern wir wollen die alten Gewohnheiten pflegen. Und wir sind auch deswegen so entspannt, weil es Punkt A Nummer 777 ist, Punkt B, weil wir im Urlaub sind, Punkt C, weil wir wissen, dass wir die nächsten 8 Tage oder 9 Tage noch Urlaub vor uns haben und uns ein bisschen entspannen können. Punkt D, weil wir auf den Kalender geguckt haben, auf die Wetterkarte und dort einfach gesehen haben, dass die 9 Tage sich auch noch lohnen, weil wir ein Wetter haben jenseits von Gut und Böse und das auch bis nächste Woche so bleibt. Strahlender Sonnenschein, nachts ist es arschkalt, wir haben immer noch 7 Grad, 6 Grad nachts, aber dafür kann ich ja die nächsten Tage morgens ein bisschen länger schlafen, weil es wird auch erst um 10 warm. Okay, wir haben gesagt, als Abschluss, wir machen heute nicht viel Stress, wir werden uns nachher ein bisschen mit der Analyse beschaffen und befassen, nicht beschaffen, und ums Fischen reden wir nachher gleich noch. Thomas, dann zeige ich dir, was es heute zum Abendbrot gibt. Wir sind gerade, mal gucken, ob wir das jetzt finden. Ups, müssen wir mal was ändern hier. So. So. Was ist passiert die letzten Tage oder Wochen? Wir sind leider Gottes auf der Rücktour, nachdem wir diese ganze Runde von hier unten angefangen über Kopenhagen, über Stockholm, über die Orlandinseln, über Uzi, über Naantali, Uusikaupunki, Kaupunki, dann Heinola, dann Kuopio, dann Oulu. Und wir haben uns am 9. Juli, glaube ich, gehört. Da waren wir genau hier in Rovaniemi. Mal gucken, ob das jetzt da. Genau am Polarkreis. Das ist nur inzwischen 5 Wochen her. In der Zeit haben wir mal versucht, die Nummer hier oben durchzuziehen, sind hier oben am Inari-See längs gefahren, hier an der äußersten Kante und haben hier übergesetzt nach Norwegen. Hier liegt Kirkenes. Dann sind wir rüber zum Grenzpunkt Jakobself. Wir haben Murmansk nicht gesehen. Da wir kein Visum hatten, durften wir da auch nicht hin, sonst hätte ich das wahrscheinlich gemacht. Danach sind wir hier rüber, das mache ich jetzt ganz bewusst mal ein bisschen größer. Hier ist Kirkenes und hier ist Grenzpunkt Jakobself. Und danach sind wir dann hier hoch. Wir haben. Gucken, ob ich das jetzt finde. Hier den nördlichsten Punkt, das ist der nördlichste Punkt auf dem Festland, den man anfahren kann. Man kann hier noch zum nördlichsten Punkt laufen, aber das sind 20 Kilometer oder 25 sogar. Das ist nicht ganz so meine Welt. Dafür bin ich nicht gebaut worden. Das heißt, wir haben hier auf dem Campingplatz geschlafen, sind dann die Ecke hier hochgefahren und hier ist der nördlichste Leuchtturm von
Europa. Ich dachte, ich kann euch das Bild zeigen. Das haben wir jetzt nicht. Doch, da haben wir es. Vielleicht das eine oder andere ja schon mal gesehen. Das ist der nördliche Leuchtturm Europas. Haben uns dort eine Führung angetan und haben uns ein bisschen was erklären lassen, um dann die ganze Tour hier wieder zurückzufahren. Könnt ihr euch vorstellen, sind nicht mal Straßen eingezeichnet, wie das dort aussieht, um dann diesen Bogen hier unten über Laxelf zu schlagen und hier einmal zwischen zu übernachten, um dann direkt zum Nordkap zu fahren. Und wer gucken wir uns das mal an. Und so sieht das Nordkap aus, wenn man Glück hat bei schönem Wetter. So, ich muss mal gucken, ob ich die Aufnahme von oben noch habe, weil wir haben ganz bewusst, doch, da haben wir sie. So sieht das Nordkap dann von oben aus, wenn man 200 Meter hoch fliegt und sich das Nordkap von oben anschaut. Dann dort oben zahlt man 40 Euro oder um die 40 Euro Eintritt. Man darf sich dann dort ungefähr, ich glaube, 48 Stunden aufhalten. Ich frage mich bloß, warum? Weil, ich sage mal, Nordkap ist überhaupt nicht unser Ding gewesen. Wir waren dort 3 Stunden oder 4 Stunden, haben den Blick da oben genossen. Als es neblig wurde, sind wir dort wieder weg. Und wir hatten dort oben Temperaturen um den Gefrierpunkt und wir hatten auch kein Gas mehr, was wir vorher verheizt haben, bei der Saukälte, weil in der, wo hier in Deutschland bei fast 40 Grad geschwitzt habe, wie blöd, haben wir da oben gefroren wie die Schneider und haben es doch geschafft, bis dorthin innerhalb von 5 Wochen 22 Kilo Gas zu verheizen. Deswegen sind wir da oben dann auch geflüchtet und sind dann den Weg hier quer rüber gefahren, um dann 3, 4 Tage hier in Alta zu pausieren, weil so lange hat es gedauert, bis wir Gas gekriegt haben. Ein wunderschöner Lachsfluss, den wir dann dort besucht haben und sind dann von dort aus, jetzt muss ich gucken, wo das Nest gelandet ist, wenn nicht so ganz einfach. Dort ist Tromsø und sind dann von Alta hier rüber gefahren über Finnsnes hier hoch. Das ist die zweitgrößte Insel von Norwegen und haben von dort aus übergesetzt nach Andenes. Andenes, ein herrlicher Ort, wie man sieht, so sieht er von oben aus. Dort sind wir ein bisschen mit ein paar Tieren spazieren gefahren. Das heißt, wir haben uns die von der Seite angeguckt. Baden gehen wollte ich dafür nicht. Aber wir haben dafür einen herrlichen Führer gehabt, der uns mit dem Boot von abends um 10 bis morgens um 3 bei der Beleuchtung ungefähr spazieren gefahren hat. Also wir hatten ungefähr 5, 6 Wochen keine Dunkelheit. Da müssen wir uns jetzt erstmal langsam wieder dran gewöhnen. Ein herrlicher Ort, kann man nur empfehlen. Hier unten am Hafen, hier rechts ist noch ein Unternehmen, die ähnliche Safaris anbieten. Mit ihm hier haben wir herrliche Walsafaris gemacht. Wir haben
Orcas gesehen, allerdings nur ganz kurz mitten in der Nacht, aber Grindwale bis zum Abwinken. Und wir haben auch Puffins, die sogenannten Papageientaucher gesehen. Aber wir schreiben ja noch einen Reisebericht, da werdet ihr einige Aufnahmen noch sehen, die uns richtig Spaß gemacht haben. Von da aus fahren Annenäffe wir dann auf die Lofoten. Ich muss fairerweise sagen, dass die Lofoten uns nicht so viel gegeben haben. Wir hatten ja schon bekannt gegeben, dass wir hier in dem Bereich damit rechnen, dass die schönste Strecke erst noch kommt. Auf den Lofoten haben wir eine Woche festgesessen, weil ich auf ein Ersatzteil warten musste. Aber die Lofoten selber, manch einer macht dafür begeistert, zu begeistern sein. Uns hat das überhaupt nicht begeistert. Wir haben hier in Zwolle in der Mitte gesessen und sind wieder mit dem Motorrad abgefahren die ganze Zeit und haben uns die Lofoten mit dem Motorrad angeguckt. Es ist schon schön, so eine Naturgewalten mal zu sehen. 14 Tage Urlaub machen muss ich da nicht. Da hier oben in Narvik die Küstenstraße anfängt, eine der schönsten Küstenstraßen Europas, haben wir uns entschlossen, nicht mit der Fähre hier von Ohr bzw. von Moskenes nach Bodø überzusetzen. Das kann man tun, aber wir wollten die ganze RV, Reichswehen, Reichsstraße, dürfen wir in Deutschland auch nicht mehr sagen, sowas gibt es ja nicht mehr. Die 17 hier runterzufahren, die von 7 oder 8 Fähren unterbrochen wird, wo man am laufenden Band, deswegen haben wir auch eine Woche die Webinare oder 3 Tage die Webinare ausgesetzt, weil wir immer von Fähre zu Fähre sind und wussten nicht, erwischen wir die nächste oder müssen wir da stehen und erwischen die dann doch nicht, dann platzen alle Termine. Aber wir haben immerhin unsere 20 Termine eingehalten, die wir auch zugesagt haben. Und ich hoffe, es hat den einen oder anderen auch eine Ecke weitergeholfen. Dann sind wir hier rüber über Glomfjord nach Andenes, haben uns die Insel Åmnøy ein bisschen angeschaut und waren auch dort 4, 5 Tage. Dort haben wir auch Webinar gemacht, wo wir morgens die Kreuzfahrtschiffe gesehen haben, die Hurtigrutenschiffe, die sich genau da vor dem Fenster in der Regel kreuzen morgens. Und sind dann die 17 hier runter Mosjøen über Brønnøysund, da sind wir nochmal ein Stück mit der Hurtigroute gefahren und haben dann hier von Fähre zu Fähre ein Stück nach dem anderen übergesetzt, um dann hier runter über Namsos, hier runter nach Steinkjer und von Steinkjer dann hier rüber nach Orkanger. Und Orkanger haben wir das nächste Mal Gas getankt, weil da oben war es mehr als kalt. Von Orkanger sind wir dann nach Oppdal und haben in Oppdal 2 Safaris mitgemacht, obwohl die von der einen, naja, ich fand die zwar recht schön, aber es waren 18 Kilometer Laufen oder Bergwandern bei, sage ich mal, geschätzten 25 Grad. Das war schon nicht mehr so schön, aber wir haben uns dort Moschusochsen angeguckt. Die Bilder müssen wir erstmal sortieren, die kommen erst im Reisebericht, der auch zur Verfügung gestellt wird. Aber was wir nun endlich gesehen haben, nachdem wir da über 6 Wochen drauf gelauert haben, ist so eine Mutti hier. Die sind ganz witzig, erkennt man auf dem Bild jetzt nicht, aber auf dem hier eventuell. Die sind so cool, dass die lassen sich, glaube ich, die Ohren tätowieren hier. In den Ohren hier sieht das so aus, als wenn die ein Geweih haben. Das ist genauso, als wenn sich eine Blondine dunkel färbt. Die Ohren sind im Fell so gefärbt, dass sie einem Angst einflößen könnten, weil sie Geweih haben. Und das Geweih, oder das haben sie nur, weil sie genau sowas hier, sowas knuffiges, kleines hier, verteidigen müssen. Und das können sie wohl auch recht gut. Das erste Mal im Leben, dass ich sowas überhaupt sehe, vor allen Dingen Elch Baby sehe, was ich weder im Zoo noch irgendwo jemals überhaupt gesehen habe. So, und von Oppdal sind wir dann durch Eikesdalen gefahren. Muss ich mal gucken, ob wir hier, da haben wir noch keine Bilder. Die kommen auch noch. Eine sauschwierige Strecke, wo ich für 52 Kilometer habe ich 4,5 Stunden gebraucht.
nur um mal ungefähr darzustellen, was es da überhaupt für eine Möglichkeiten gibt in 1400 Meter Höhe. Wir hätten hier oben rumfahren können, aber wir sind hier unten durch, hier, da ist Eikelstein. Joronder gefahren hier quer übers Hochplateau in 1100 Meter Höhe, hier nach Andalsnes und sind dann wieder Richtung Geiranger Fjord, traumhaft schön, und sind dann runtergefahren. Vor Geiranger waren wir, genau, vor Geiranger waren wir doch noch an einem der, für mich an einem der schönsten Punkte, am Trollstegen. Hier hinten, da haben wir übernachtet und diese Strecke hier bin ich, glaube ich, achtmal mit dem Motorrad hoch und runter. Das übt. Danach kann man das, wenn man so eine Strecke hinter sich hat. Aber man ist auch so ziemlich platt. Viermal hoch, viermal runter ist schon eine Hausnummer. Von da aus sind wir dann nach Geiranger über den Örnewegen oder Adlerwegen, wie die heißen. Eine ähnliche Strecke wie der Trollstegen, nur ein bisschen schöner. Auch diese Motorrad ein paar Mal gefahren und unterwegs dahin erkennt man jetzt ein bisschen schlecht, ist ein bisschen dunkel. Hier haben wir nochmal Aufnahmen mit der Drohne gemacht. Das ist der Salzstrom. Das ist der größte Mahlstrom weltweit. Hier drunter ist eine Strömung bei Ebbe und Flut, die ist jenseits von Gut und Böse. Warum Eon da noch keine Dinger hingeplatzt hat, wo sie mal vor 3 oder 4 Jahren Werbung gemacht haben, um sich die Gezeiten zunutze zu machen, frage ich mich. Also hier hat man auch keine Chance, mit dem Boot sich irgendwie zu halten oder sonst irgendwas. Das ist irre, was da unten drinne passiert. Von da aus sind wir dann von Geiranger dann über den Snowing, über den Schneepass gefahren. Für mich, das Foto ist noch keine 4 Tage alt, in 1400 Meter Höhe, sind wir ebenfalls das erste Mal mit dem Wohnmobil rüber gefahren und ich musste es am nächsten Tag unbedingt nochmal mit dem Motorrad machen, weil es einfach nur schön war. Und so eine Bilder kriegt man sonst Mitte August, glaube ich, nicht so richtig gegriffen. Jedem nur zu empfehlen. Inzwischen haben wir uns jetzt Richtung Süden begeben und wir sitzen jetzt, das was ihr vorhin gerade gesehen habt, da in Elbe rum und das was ihr jetzt gerade von der Terrasse gesehen habt, ist dieses kleine Flüsschen, die da drüben die Insel. Und hier drüben stehen wir und ich kann ganz bequem hier von der Terrasse aus fast barfuß hier rüber. Es ist etwas steinig, aber man kann hier super fischen, wenn man ein bisschen Hunger hat. Muss ich nur mal gucken, wo mein Weibchen das hingepackt hat. Und so sieht das dann mal aus, wenn so ein sonst gewöhnlicher Händler auf Nahrungssuche ist. Und wenn ich euch jetzt sage, was es heute Abend zu essen gibt, dann wir werden nachher richtig leckere Bratkartoffeln mit frisch gefangenen Eschen essen. Super. Ein herrliches Gebiet, mitten in der Strömung, hier so ein paar Eschen rauszuzocken mit der Fliegenrute. Das ist Entspannung pur. Das werden wir auch die nächsten Tage noch genießen, damit wir uns nächste Woche wieder auf die Märkte stürzen können. So viel erstmal dazu. Jetzt sollten wir mal gucken, was haben wir denn die letzten Tage so im Chart verbrochen. Und da würde ich jetzt ganz gerne mal auch hier in die Runde fragen, gerade die Leute, die ganze Zeit in den Webinaren dabei gewesen sind,
Was wurde denn umgesetzt? Was hat denn Spaß gemacht? Was hat denn was gebracht? Könnt ihr nachher gleich mal hier reinsetzen. Könnt die Zeit auch nutzen, um Fragen zu stellen. Christoph ist ja zum Glück am anderen Ende mit dabei und wird entweder die Fragen beantworten, die wichtigen für mich markieren, damit ich die auch beantworten kann. Wir haben uns am Anfang mit dem Euro schwer getan und wir haben auch bei unserem Multipro FX ganz bewusst geschrieben, bitte haltet euch mit automatischem oder halbautomatischem Handel zurück. Wir haben Setups gezogen, die wir hier ganz sauber kommuniziert und gesagt, diese Linie, diese Bestätigung ist nochmal fällig. Hier hat er heute ist Donnerstag, am Montag, heute ist Donnerstag, Mittwoch, am Dienstag, hat er genau diese Nummer hier gemacht und gesagt, okay, jetzt ist er reif für Long, ihr könnt das auch alles auf UFBAS nachvollziehen und selbst der Rücksetzer hier gestern, der war nochmal normal und gestern Abend hat es dann gescheppert. Und wenn man sich die Sachen im Blog einfach mal dazu anguckt, das ist von heute früh. Und wir haben gestern späten Nachmittag noch geschrieben, dass er, als der DAX anfing zu fallen, was eigentlich schon fast Gesetz war, so wie jetzt fast die 10.250 erstmal dran ist, haben wir geschrieben, ähnlich beim Euro, in der Regel auch langsamer ist als der DAX. So kämpft man heute um die Marke 1.10.30, die wir gestern im Webinar erläutert haben. Unsere Long-Position haben wir gestern früh verdoppelt und sind damit 21 Punkten rausgeflogen und haben dann aber wieder gelongt, kurz bevor das Ding anfing zu explodieren. Wir haben geschrieben, die Händler zwischen Atlantik und Pazifik müssen es heute Nachmittag richten und dem DAX auf die Nuss hauen. Wenn sie dann das Fell vom DAX verkauft haben, sollten sie den Erlös in den Euro investieren, dann sind wir total happy. Jetzt schauen wir uns die beiden Chartbilder mal an. Das waren nämlich gestern Nachmittag hier die Amis. Die haben sich hier um 5 und um 6 noch ein bisschen zurückgehalten und dann, plattouts, dann kam die, genau die Nummer, auf die wir gewartet haben, das war um 18 Uhr. Und wir gucken mal, ob wir den Nummer zu der Nummer, plane dein Trade und trade deinen Plan. Deswegen bin ich auch völlig entspannt und kann jetzt gar keine Setup ziehen. Das ist meine DAX-Nummer. Die läuft seit 10.745, nachdem ich gestern kurz rausgeflogen bin. Mit 30 DAX, mal gucken, ob wir das noch finden. Upp. Das ist alles heute. Da gucken wir uns das mal an, aber keine Angst vor großen Tieren. Wir waren mit 30 DAX im Short, diese Position hat er hier mit diesem kurzen Spike bei 36 rausgekegelt. Dann haben wir uns diese Umkehrformation gesucht und dann habe ich mich leider in der Stückzahl verdrückt und bin dann nur mit 20 DAXen rein und die sind jetzt Einstiegspreis bei 10.745. Ziel ist es jetzt, die Nummer nach unten mitzunehmen und abgesichert ist diese Position mit 130 Punkten im Gewinn und wir werden die Glattstellen hier unten im 10.100er Bereich, das heißt, wir haben noch fast 300 Punkte nach unten. Wäre schön, wenn er die noch macht. Wir werden es immer gegen Abend sehen, den Stop nachzuziehen. Und deswegen machen wir uns jetzt um Setups und so weiter überhaupt keine Gedanken, können den Urlaub auch genießen, weil die Tour war ja hauptsächlich unter dem Motto, kann man während so einer Tour seine Setups handeln und kann man davon leben, kann man dort sein Lebensunterhalt verdienen. So, und wenn man sich die Setups anguckt, wenn man morgens in Webinaren dabei war und wenn man sich hier die ganzen Marken mal aufgeschrieben hat, war die Marke angepeilt, die Zwischenmarke hier haben wir heute Morgen angepeilt, 1.11.18 haben wir gesagt, dann geht es Richtung 1.12.20.
28 und im Hochwasser ist bei 1,1220. Das heißt, wir haben so um 20 Punkte um 8 Punkte verfehlt, genau wie wir gestern vermutet hatten, dass der DAX im Laufe des Nachmittags auf die 10,650 geht und die er dann auch nur ganz knapp um 20 Punkte verfehlt hatte. Jetzt ist die 10,450 wäre noch eine Zwischenmarke gewesen, aber die hat er nur inzwischen auch schon erledigt. Er hat ja schon mal, war schon mal bei 10,3. Und jetzt sollten wir recht zügig Richtung 10,250, 10,150, 10.000. Wenn die 10.000 sogar bricht, dann haben wir sogar Crashpotenzial bis 8.300. Ich werde diese Position, die ich da drin habe, jetzt so lange wie möglich halten, weil dann können wir eventuell sogar im September, wenn wir die Trader-Woche haben, was hat nichts gebracht oder hat nicht gefallen? Habe ich. Verstehe ich jetzt nicht. Christoph, machen wir den Erklärbär. Dann können wir auch ganz getrost im September unser Seminar und die Trailerwochen machen. Da können wir uns nämlich so eine Geschichten angucken, wie wir so eine Analysen ziehen, vor allen Dingen, wie wir die dann auch handeln. Ihr könnt die Zeit jetzt auch gerne für Fragen benutzen, weil dafür ist der Abend heute da. Wir machen keine großen Faxen. Die Position ist, die liegt da jetzt fest. Im Euro ist der Move für heute die Nummer auch relativ weit durch. Guckt euch das an. Das hier war heute Nacht und wir haben heute von 1,1110 bis 1,1220, 110 Punkte ist die Tagesmola. Die dürfte durch sein, so dass wir uns jetzt langsam in die Korrektur begeben sollten. Wenn das Webinar oder wenn der Support mal ein bisschen gehinkt hat oder vielleicht mal die eine oder andere Antwort ein bisschen länger gedauert hat, dann würde ich gerne darum bitten, das zu entschuldigen, weil der Typ hier, der war da doch eher etwas relaxed in der Zeit und hat einfach gemacht, was er will. Und jedes Mal, wenn ich ihm dann irgendwas gesagt habe, was er machen soll, dann kam dieser Blick, soll ich schon wieder arbeiten? Okay, wenn du meinst, tu ich's. Deswegen hat das Beantworten von Mails oder von Tickets manchmal ein bisschen länger gedauert und wir werden auch nächste Woche unser nächstes unsere Webinare und unseren Support etwas kürzer halten. Wie gesagt, Christoph, seine Bachelorarbeit schreibt und ich den Support mache, aber ich werde nächste Woche etwas Touren, um ein bisschen Luft holen zu können. Da hast du vollkommen recht, Christoph. Bitte, wir sind genauso für Kritik offen. Das heißt, die Sachen, die vielleicht zu kurz gekommen sind oder so, könnt ihr uns gerne genauso mitteilen. Das ist vollkommen richtig. Wir wollen nicht nur wissen, was gefallen hat oder was gut war, sondern wir wollen genauso wissen, wenn irgendwelche Scheiße gelaufen ist, weil wir das dann das nächste Mal anders machen. Auf die Setups, die wir gehandelt haben, kommen wir gleich nochmal. Wir werden uns hier aus den Chartbildern gleich mal zusammen rausziehen. Warum, wieso, weswegen wir überhaupt zu welcher Schlussfolgerung gekommen sind und wieso, weshalb, weswegen wir überhaupt was gemacht haben. Da kommen wir aber gleich drauf. Wir haben verschiedene Anfragen gekriegt. Ja, wenn man sowas macht, was braucht man da für eine Technik? Und wir haben festgestellt, so viel Technik braucht man überhaupt nicht. Ich habe das ganze Auto so ausgerüstet, dass wir immer UMTS-fähig sind. Das heißt eine Rundstrahlantenne auf dem Dach und eine Richtantenne. Die Richtantenne muss man dann allerdings nach dem Funkmast ausrichten. Das haben wir zweimal probiert. Hat so nicht funktioniert oder haben wir dann auch nicht gebraucht, weil wenn an dem Funkturm, den man anpeilt, nur eine Edge-Verbindung anliegt, also nur 2G,
dann kommt eben auch nur 2G. Da kann man noch so viel Technik haben, dann macht man auch keine 3G-Verbindung draußen, kein UMTS. Was ein bisschen ärgerlich war, dass zu der Zeitpunkt, als ich das Auto habe umbauen lassen, in Deutschland auch nicht möglich war, Antennen für LTE oder LTE Plus, beziehungsweise Modems für mobile Modems für LTE oder LTE Plus zu kriegen. Die gibt es aber inzwischen und die werden wir auch nachrüsten. Weil entweder man hat hier richtiges Internet oder man hat keins. Und wenn man es hat, so wie jetzt hier, wo man langsam wieder Richtung Oslo kommt, hat man sogar auf dem kleinsten Dorf hier in der Valla Pampa, hat man sogar LTE Plus. Das heißt, die Leitung hier ist viermal schneller als bei mir zu Hause. Das heißt, ich muss die Technik dementsprechend anpassen. Also es langt ein ganz normales kleines Modem. Die Dinger sind nicht teuer. Gute Modems kosten 150, 200 Euro. Die installiert man sich auf dem Boot oder im Wohnmobil oder je nachdem, wo man unterwegs ist, kann dort 5 Geräte anschließen über WLAN, holt sich dann die Daten aus dem Funknetz und hat dann über diesen Router also auf jeden Fall auf dem ganzen Platz in der Umgebung, sagen wir mal von 15, soweit die WLAN langt, hat man dann eben auch guten Empfang. Hätte man dann nicht via Satellit ins Internet gehen können, das funktioniert fast weltweit, das ist richtig fast weltweit, weil selbst in Rovaniemi am Polarkreis versagt mit der Satellitenschüssel schon mal ARD und wenn man immer noch weiter hochkommt, nachher da oben Ifjord, so die Ecke, dort kriegt man gar nichts mehr, das heißt, man hat überhaupt keinen Empfang, weil man zu weit im Norden ist. Zweitens ist die Geschichte im Ausland sauteuer. Da waren die Funkgeschichten, die wir uns hier über Mobilfunkanbieter geholt haben, günstiger, auch wenn es trotzdem eine Nummer ist. Aber wenn man unterwegs ist, man will Geld verdienen unterwegs, muss man eben auch ein bisschen was investieren. Andere verfressen oder versaufen das an 2 Tagen auf Malle. Wir haben es in die Technik gesteckt, um eben zu reisen und damit dann eben in der Folge auch Geld zu verdienen. Fest steht für uns, wir werden diese Sachen umrüsten und wir hoffen, dass die Mobilfunkanbieter ihre Volumina ein bisschen aufbauschen, damit man da ein bisschen flexibler wird und mehr Volumen zur Verfügung hat. Wir waren ja doch zweimal ein bisschen eingeschränkt, weil das Volumen sich dem Ende geneigt hat. Diesen Monat haben wir jetzt noch ein bisschen Luft. Mal gucken, wie das nächste Woche aussieht. Vielleicht werden wir nächste Woche noch ein Webinar mal dazwischen schieben. Mein Name, das irgendwie muss man gucken, wenn irgendwelche News sind oder so. Wenn ich sowieso irgendwo stehe und Verbindungen habe und Internet habe, dann werden wir und irgendwelche News handeln, werden wir eventuell mal so eine Stunde Webinar da zwischenschieben. Ansonsten könnt ihr die nächsten Tage oder auf jeden Fall UFPass.de im Auge behalten. Wir werden unsere Position dort weiter im Blick behalten, noch weiter erläutern. Nee, Fischen waren wir schon. Und jetzt ist der Stefan noch da. Ich habe ganz bewusst auf den ganzen Part noch gewartet, bis Stefan dazukommt, weil wir wollten Stefan Fröhlich schon, ja, weil wir wollten zwei, drei Sachen nämlich zusammen. Das habe ich mir extra für heute aufgehoben. Ich werde mal den Steff. Ja, schönen guten Tag, hallo. Da ist er doch schon. Kannst du mich gut hören? Moin nach Frankfurt. Ja. Ja, super. Ja, moin, Also aus Frankfurt nach Norwegen bist du jetzt, ne? ja, Ja. richtig. Noch sind wir in Norwegen, da bleiben wir auch noch bis nächste Woche Dienstag und reisen dann über Schweden zurück. Wir haben den ganzen Süden von Norwegen haben wir ausgeklammert und haben die Tour jetzt eigentlich auf der Höhe hier jetzt abgebrochen. Wir haben gesagt, wir sind von Eindrücken kaum noch, wir kriegen es kaum noch im Kopf verarbeitet. Und dann haben wir gesagt, wir splitten die Tour einfach. Wir haben jetzt mit dem Auto, ich glaube, 8.300, 8.400 Kilometer weg und mit dem Ja Motorrad gut, habe ich auch. 200.000. Wir haben fast 11.000 Kilometer weg und wir haben ja auch noch 2.000 bis nach Hause.
Und heben uns das jetzt für nächstes Jahr auf, weil wir werden die ähnliche Tour, die Westküste runter, nächstes Jahr im gleichen Zeitraum wiederholen. So, ich habe ganz bewusst gewartet, bis du dazu kommst, weil ich diesen Part, was Plattform und Cloud und so weiter betrifft, erst machen wollte, wenn du auch dabei bist. Oh, das ist schön. Das freut mich sehr. Weil ich weiß, dein Zug geht, glaube ich, in einer halben Stunde oder so, ne? Nee. Alles gut. Also ich habe Zeit. Also wir können das gerne machen. Ich habe hier halt ein bisschen Abenteuer mit der Technik gerade gehabt, aber es scheint ja alles zu funktionieren. Also insofern ist das ganz gut. Ja. Ich merke, du hast die Bude in Frankfurt auch noch voll, so wie es klingt. Ja, hier im Hintergrund sind sie alle geil. Warte mal, ich muss die mal zur Raison rufen. Bier ist noch vier. Jetzt habe ich mal eine Ansage gemacht. Okay. Ja, ich komme direkt sozusagen vom Vortrag ins Webinar, deswegen ist das alles ein bisschen hektisch heute. Ja, ja. Okay. Jetzt wollte ich einfach mal einen kurzen Rückblick. Ich glaube, ein Teil ist verpasst. Ich habe ganz bewusst erstmal einen Überblick gebracht, was wir gemacht haben. Aber das sieht man ja auch im Reisebericht, der dann bei euch in der Plattform auch im Forum mit Sicherheit veröffentlicht wird. Ich habe mal zwischendurch gezeigt, was wir gehandelt haben oder was wir momentan gerade handeln. Wir haben ja im letzten Webinar da waren wir erst beim 9. Juli. Und hatten uns da 10.000 einzahlen lassen, danach haben wir auszahlen lassen, nicht einzahlen lassen, das wäre die falsche Richtung. Haben uns da ja, lassen wäre ja in Ordnung gewesen. Ja, sind dann relativ entspannt natürlich in den Rest des Monats gegangen, was mir die Erfahrung gebracht hat, dass das die besten Phasen sind, überhaupt zu handeln. Wenn man merkt, dass der Stress so ein bisschen abfällt, weil man dazu gezwungen wird. Ich sag mal, man hat seinen Umsatz eigentlich drin, man hat eigentlich seinen Soll drin. Sein lassen kann man sowieso nicht. Ich kenne ja die Zockernaturen alle, wie sie in der Regel den ganzen Tag davor hocken. Ich konnte es nicht, weil ich viel gefahren bin, habe einfach gemerkt, wenn man sich wirklich diszipliniert, ich musste es ja nur, weil man nur die Fahrzeit hatte, ist die Performance um Längen besser, als wenn man wirklich versucht, jedes Setup zu erwischen. Wir haben morgens viele Setups gezogen, wir haben die letzten Tage oder die letzten zwei Wochen fast uns viel mit dem DAX beschäftigt, weil der Euro in diesen Keil gefangen war, in diesen Dreieck gefangen war, haben wir immer davor gewarnt und haben gesagt, Mensch, handelt sich nicht automatisch, sondern halt die Füße still und haben uns viel um den DAX gekümmert. Es gab auch drei, vier Dinge, da gab es auch die Nuss, weil eben nochmal hoch ist an die 11.6, was totale Scheiße war, da habe ich dann zweimal einen an die Backen gekriegt, aber es war nicht ganz so schlimm. Dann haben wir gedacht, okay, wenn die 11.6 hat, dann holt er auch noch die 11.8 und haben uns dann auf Long eingestellt und kaum waren wir auf Long eingestellt, ist das fing das Ding wieder an zu fallen. Aber wenn man dran bleibt und seine Setups trotzdem sauber handelt, kann nicht so viel passieren. Und wir haben vorhin noch unsere DAX-Position gezeigt, die hier auch sauber läuft. Ich warte auch immer, bis du da bist, weil sonst erscheint wieder irgendwo so ein Kasper, der irgendwie meint, ja, in Demo habe ich das auch schon mal gemacht, aber wer uns kennt, der weiß doch. Demo ist wie alkoholfreies Bier. Das geht gar nicht. Ich glaube, der eine oder andere kennt das schon noch. Ich habe mich den Kellner gefragt, ob ich ein alkoholfreies Bier will. Er hat gesagt, nur wenn sie auch Spielgeld nehmen. Ansonsten kann sie den Sheet behalten. Also, das ist natürlich in Norwegen besonders toll, wenn du mit Spielgeld kommst bei Alkohol, wo der so schön teuer ist. Du wirst lachen. Hier gehst du in den Supermarkt, Sonntagabend, okay, gönnst du dir mal ein Bier, weil ich sag mal, so eine Dose Bier, die kostet hier schnell mal 5 Euro. Wahnsinn. Ist ja überhaupt kein Akt. Und dann gehst du Sonntagabend rein und sagst, Mensch, jetzt ist Sonntag. Die Sachen, die wir mitgenommen hatten, die wir das letzte Mal gezeigt haben, die waren alle. Also musste man ja irgendwo Sparflamme kochen. Dann geht man Sonntagabend in den Supermarkt und sagt, oder Samstagabend in den Supermarkt und sagt, so, jetzt könntest du dir heute Abend zum Wochenende zum Fisch, könntest du dir jetzt mal ein schönes Bierchen.
Ja, dann nimmt die das also an der Kasse wieder aus dem Wagen und sagt, nee, ab seit 18 Uhr dürfen wir kein Alkohol mehr verkaufen. Nein, ach du lieber Gott, Ja. herrlich. Und das geht nun mal gar nicht. Nee, das kann ich nur nachvollziehen. Also hängen geblieben war ich bei der Plattform. Ihr habt das ja, glaube ich, auch schon mal angedeutet. Oder wenn nicht, dann musst du mich jetzt ganz schnell ausbremsen wegen der neuen Nano-Version. Ja, nee, nee, Oder also ist ja kann man okay. das? Nein, nein, also alles gut. Es ist ja so, dass wir jetzt, eigentlich ist jetzt der Zeitpunkt da, auf den ich immer gewartet habe. Seit 15 Jahren warte ich darauf, dass wir die Plattform so weit haben, dass sie jetzt tatsächlich und das Volk kann, in Anführungsstrichen. Denn vor 15 Jahren habe ich ja beschlossen, das ist hier so ein bisschen mein Baby, das will ich raustragen in die Welt und deswegen laufe ich ja von einem Vortrag und einem Webinar zum anderen, um das eben weiter populär zu machen. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen und die Gelegenheit da und es wird eine neue NanoTrader-Version geben und die trägt den Zusatz Free, das haben wir ja auch schon entsprechend kommuniziert und insofern ist das alles wunderbar, und das ist eine kostenlose Version. Das ist eben das Besondere, ne? Ja, und das Schöne ist, dass wir, so laufen jedenfalls unsere Absprachen bis jetzt, so wie es aussieht, kriegen wir das sogar hin, dass unsere Version, unsere nicht Multipro, aber die, das heißt Multipro weiß ich noch nicht, aber dass unser Europro und CFD Pro DAX auf der Free-Version auch laufen werden. Davon gehe ich aus, Das habe ich ja. mir extra auf. Das habe ich mir extra aufgehoben für das 777., weil ich glaube, der eine oder andere wird dann schon ein bisschen durchatmen. Ja, nee, klar. Weil, Also wir, ist ja. das ist ja auch eine Sache, die jetzt, wie gesagt, wir haben, sind jetzt in dem Prozess, das alles klar zu machen, technischer Natur, weil du musst natürlich ein bisschen auch eingreifen in das ganze Gebilde. Da die Free wird ja logischerweise eben nicht alle Funktionen haben und ist ja auch genau richtig, damit es eben nicht gleich so voll aussieht, wenn der den Bildschirm aufmacht. Und deswegen müssen wir da ein bisschen eingreifen und ja, da sind wir aber voll dran und das wird laufen. Super. Dafür verschwindet natürlich die Pro Station und wir hatten uns genau deswegen auf den Nano auch schon direkt so eingeschossen. Es war ja, also uns, es war ja relativ bekannt, dass die Plattform irgendwann vom Markt genommen wird. Und wir hatten es auf jeden Fall 2011, 2012 vermutet, als der Charttrader eingestampft wurde und uns weggenommen wurde und wir dadurch auch Europro auf der Pro Station nicht mehr pflegen konnten, nicht mehr aktualisieren konnten. Naja, du hattest ja schon das Problem, dass du auch keine Automatismen hattest, ne? Das Problem hattest du ja schon früher Genau. und hier war das natürlich alles da und auch in einer Ausprägung, wenn ich daran denke, du bist ja derjenige, der auch den BI-Trail-Stop richtig gut nutzt in seiner Systematik, das hast du ja wirklich nirgendwo anders, ne? Richtig. Ich nutze es, also ich habe das ja nur jetzt wirklich mal getestet in der Cloud, auch wenn ich, und ich habe auch die Macken in der Cloud schätzen gelernt. Die ich aber nicht unbedingt nur euch oder WebPWX irgendwie zuschreibe, sondern ich habe auch mal gemerkt, was da für eine Macken auftauchen können, wenn man Okay. auf so eine Entfernung arbeitet. Das ist, ich habe an den einen Tag innerhalb von einer Stunde bin ich 10-mal aus der Plattform rausgeflogen. Ich denke, Scheiße, was soll das? Bis ich gemerkt habe, dass die Cloud auf dem zweiten Rechner liefen, die sich immer gegenseitig rausgekegelt haben. Oh, ja, das ist ja der Klassiker. Ja, das Ja. ist mir auch. Ist mir aber auch schon passiert, der eine oder andere wird echt lachen, weil ich hatte auch auf dem PC meine normales, also mein Echtkonto laufen und habe dann versucht, mich blöderweise über die iPad-App einzuloggen parallel und habe mich immer gewundert, warum heute so viele Verbindungsabbrüche im PC sind. Das wird dir ähnlich gegangen sein. Aber ansonsten hat das Ding natürlich wirklich den Vorteil, wenn man so wie wir sie gemacht haben, teilweise morgens ein Webinar, dann unsere Setups gesetzt, unsere Position platziert, dann eben gerade die B-Tray-Stops und so weiter dahinter genagelt haben, um die Position automatisiert laufen zu lassen. Und ich habe
Da ich ja noch nicht den ganzen Tag vor der Kiste gehockt habe oder im Büro gesessen habe, so zu Hause gewesen, war man ja auch auf diesen Automatismus in einer gewissen Form angewiesen. Das Schöne ist, das merkt man aber dann auch erst, wenn man sich da nicht drum kümmern kann, wenn wie entspannt man eigentlich wird, wenn einem die ganzen Emotionen rausgenommen werden. Ich habe wesentlich weniger Hemden durchgeschwitzt als zu Hause. Naja, und der Flatbefehl, ne, der war, glaube ich, auch nicht so ganz unwichtig. Das war eine teure Nummer, ja. Als Ich es mich im weiß. DAX da wirklich das Wochenende rausgekegelt hat, das war eine sauteure Nummer. Seitdem habe ich den Flatbefehl ja auch drin, so also meine Position am Freitagabend auf jeden Fall vollautomatisch alle glatt gestellt werden. Das habe ich jetzt überall drin. Also nochmal so eine Position über das Wochenende schleppen, das passiert mir kein zweites Mal. Die Häme war mir ja sicher und Ja, ich glaube, die waren ehrlich. ein paar Leute drüber ja, na klar, kam mir doch so die eine oder andere Mail und wie den anderen mal so ein Spruch ungefähr. Bin ich nicht alleine so blöd, das passiert auch Profis. Logisch passiert das auch Profis. Wir sind genauso ein Mensch wie jeder andere auch und Menschen sind dafür da, um Fehler zu machen. Man muss nur daraus lernen. Man muss ja die Fehler nicht fünfmal machen. Also schön ist es natürlich, wenn man so ein Ding mit der Cloud verbinden kann. Und dann so eine Position auch ganz, ganz entspannt über den Tag laufen lassen kann. Ist der Speedtrader auch dabei? Bei der Free-Version. Kannst du da was zu sagen? Weißt du das? Entschuldigung, ich war gerade abgelenkt. Ich muss hier noch mal kurz was klären. So, jetzt bin ich aber voll da. Entschuldigung. Ja, nicht so wild. Ist der Speedtrader bei der Free-Version auch dabei? Der Speedtrader, nee, der macht ja keinen, also macht ja so keinen Sinn, weil im CFD-Forex-Bereich haben wir ja da keine weiteren Informationen, die du drin hast. Und was du also haben wirst, ist, dass du die ganz normale Buy and Sell Order absetzen kannst über die Buy and Sell Knöpfe und du hast Ja. natürlich den Trade Guard. Ne? Also du wirst den Trade Guard haben mit den entsprechenden Taktiken dann. Okay. Ja, das wird im Free verfügbar sein. Und alles andere Aber muss man dann er sehen. meint wahrscheinlich den Chart-Trader, ne? Den Charttrader, ja, das kann ich noch nicht so hundertprozentig sagen. Es steht noch viel in den Sternen, ja. Ich weiß es wirklich noch nicht hundertprozentig. Okay, im Ende September oder im Oktober sind wir dann schlauer. Genau. Also es dauert auch nicht mehr lange und dann sind wir auf jeden Fall schlauer. Ist alles jetzt, wie gesagt, im Laufen, im Prozess und wie gesagt, ein bisschen was müssen wir halt technisch auch anpassen, damit das alles so funktioniert und deswegen, da sind wir halt dran. Okay, super. Aber wenn das dann soweit ist, ich schätze mal, da werden wir beide wahrscheinlich zusammen ein Webinar machen und eine Einweisung machen, wie man dann mit dem Auf Free jeden umgeht, Fall, wie man auf dann was, wie, jeden wo. Fall. Ja. Also Und ich werde, stelle also dann. das, es wird auch so sein, es sind ja schon, also wer da mal gucken möchte, auf unserer Webseite sind alle Nano-Free-Webinare jetzt im September und Anfang Oktober schon drauf. Wir waren fleißig. Und da kann man sich schon anmelden. Ja? Also wenn man da Bedarf hat, immer zu. Ja? Da haben wir auch nicht das Problem, dass wir irgendwie Räume mieten müssen und ein Platzproblem. Also da kann sich jeder anmelden. Das ist überhaupt kein Problem. Und wir haben extra unterschiedliche Tage mit unterschiedlichen Zeiten genommen, damit auch wirklich jeder die Möglichkeit hat, an so einem Webinar teilzunehmen. Schön. Der Markus hat gerade geschrieben, super, die Nano ist super, sie stürzt auch nicht mehr so viel ab. Ich Oh, fand das ist deine schön zu hören. Das Telekom-Geschichte ist so. schön zu hören. Weiß auch nicht, ob sie inzwischen die Telekom-Geschichte irgendwie geregelt hat, weil die meisten Telekom-Kunden, ich habe das zu Hause auch getestet, die schmeißen dann ja abends mit, sage ich mal, zwischen 6 und 8 oder zwischen 6 und 9 waren dann meistens die Abbrüche, aber ich glaube, das hat sich auch ein bisschen gelegt inzwischen. Es ist ein bisschen besser geworden. Allerdings ich hatte heute eine Kundin hier, die auch immer wieder abends die Problematik hat. Also sie scheint immer noch sporadisch aufzutauchen, aber ich bin auch der Meinung, dass es besser geworden ist. Okay. Dann, was haben wir denn hier? Webinare während der Sommertour haben sehr viel gebracht. Gerade um Anfänger Vertrauen in deine Zielmärkte zu gewinnen und mit dem eigenen Analysen abzugleichen. Das ist wichtig. Viele haben uns unterwegs
Wenn er sagt, ja, warum machst du keine Chartbilder oder warum zeigst du nicht deine ganzen Trades, die du machst und wie du das machst? Wir haben morgens ganz bewusst die Webinare gemacht, um auch zu zeigen, wir handeln morgens auf einem ganz bestimmten Grund, weil darauf sind unsere Setup zugeschnitten und wir machen das genau in der Form, damit die Leute auch lernen. Nicht blind hinterher traden, auch wenn wir viele Positionen live selber mitgehandelt haben, aber damit die nicht blind hinterher traden. Finde ich super, Alexander. Wir sehen uns ja auch im Seminar jetzt in 14 Tagen, in deinen Team anzugewinnen und mit den eigenen Analysen abzugleichen. Vielen Dank dafür. Die Wirkung der Marken ist recht erstaunlich. Stimmt. Mein Ergebnis ist leider etwas negativ, was aber noch zweitrangig ist. Dies liegt aber ausschließlich an mir. Es wird sicherlich noch einige Zeit dauern, bis ich nachhaltig Erfolg einstelle. Als Anfänger wollte ich zunächst mit dem Euro starten, die Analyse im DAX parallel. Dazu habe ich mich etwas verwirrt. Mittlerweile geht es aber, bin bei der DAX-Nummer mit plus 320 Punkten dabei, nachdem ich auch vorher ordentlich Lehrgeld eingezahlt habe. Ich freue mich sehr auf das Seminar im Schwarzwald. Nach den vielen Seminaren wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Urlaub. Genau, wir kommen auch heile nach Hause. Wir müssen ja das Seminar noch machen. Leider, weil inzwischen ist das Wetter so schön und die Gegend ist hier so geil, dass ich, wenn die Termine nicht dazwischen gehabt hätten, hätte ich die Tour wahrscheinlich noch um 4 Wochen verlängert. Nächstes Jahr gönnen wir uns da oder nehmen wir uns ein bisschen mehr Freiraum. Da fahren wir wahrscheinlich, nächstes Jahr fahren wir dann wahrscheinlich im Januar los und kommen dann aber zu Weihnachten wieder. Ich würde jetzt, vielleicht, wenn noch Fragen zu der Plattform und so weiter sind, schreibt die einfach rein, wir markieren die und gehen dann auch mal drauf ein. Ich würde jetzt vielleicht ganz gerne nochmal da drauf bauen, was erwartet uns jetzt überhaupt? Wir haben hier ganz bewusst die letzte Zeit viel auch mit bestimmten FIBOs gearbeitet, um uns die Marken rauszupulen. Und wir hatten die Marke 1,12 auf dem Deckel, die wir in dem Webinar noch kommuniziert haben, die er heute auch ganz sauber nochmal geholt hat. Wir sehen auch, dass er sogar aus dieser kleinen Bewegung heute diese Marke da oben geholt hat. Die nächste sollte die 1,1254 sein. Für den nächsten Schub vorher sollten wir aber mit einer Korrektur rechnen, da wir morgen kein Webinar machen. Will ich einfach mal kurz zeigen, wie ich mir so eine Marken rausziehe und auch mit dem Zeitfenster, weil manchmal sagen wir ja, Mensch, das und das sollte sogar heute noch passieren. So, dann sehen wir, hier haben wir diese Bewegung, die erste Aufwärtsbewegung hier, die haben wir außer Acht gelassen oder mussten wir verändern, nachdem er hier nochmal zurückgelaufen ist, diesen Doppelboden hier genau an den Kreuzwiderständen gemacht hat. Und wenn man dann den Start von der nächsten Bewegung nimmt und dann rüberschiebt, sieht man, dass er jetzt noch ungefähr, wahrscheinlich heute in den Abendstunden, vielleicht so noch den Schub bis hier hoch kriegen. Wir haben noch 3, 4 Stunden Zeit, um bis an die 1,1240 zu laufen, was nicht undenkbar ist. Wir haben gestern in unserem Blog, gucken, ob ich den noch offen habe, da haben wir geschrieben, ähnlich beim Euro, der in der Regel auch langsamer ist als der DAX. Das heißt, die laufen ja in der Regel gerne konträr. Das heißt, wenn der DAX fällt, steigt der Euro, aber oft etwas später. Wenn wir uns den Spaß jetzt hier mal angucken, ich pulle das jetzt mal ganz bewusst hier raus, sehen wir, dass der Euro jetzt ein bisschen auf der Stelle tritt und stagniert. Und der DAX aber parallel schon den nächsten Schub getan hat, nämlich seit um 6 bis um 7 ist er von 10,450 bummelig schon gefallen bis 10,360. Das heißt, er hat nochmal 80 Punkte Richtung Süden gemacht, die der Euro noch nicht gemacht hat, was mich aber dazu bewegt, auch drauf zu lauern, mir den nächsten Long-Einstieg hier nochmal zu holen, um dann den Schub mitzumachen, den er entgegen des Euro auch noch machen sollte. Also übergeordnet hier jetzt aus dem Stundenchart mal gezogen, weil man da einen schönen Überblick drin hat.
Ja, mal sehen, wie flüssig die Cloud läuft, wenn man LTE Plus hat, ne? So. Und wenn wir hier oben jetzt eine Linie drauflegen, dann sollte, so wie wir das hier auch sehen, diese Linie ist jetzt zigmal angelaufen worden. Diesen Fake hier, wenn wir uns den so, den muss ich jetzt mal ein bisschen begradigen, nämlich dahin. So, dann sehen wir, dass wir diesen Schub wahrscheinlich sogar bis zu 1.1360. Hier oben heißt es wirklich Ufpass. Das heißt, wer diese Nummer mitzieht und wirklich hier long sich in den Markt, im Markt platziert, sollte sich hier oben irgendwo ein Kästchen einzeichnen zwischen 1.1340 und 1.1360. In diesem Bereich ist www.ufpass.de angesagt, da hier mit Sicherheit was passieren wird, so wie man das hier auch erkennt. Im DAX würde ich jetzt ganz gerne mal, um auch da die nächsten Tage abzugleichen, den falsch den Tagesschart ziehen. Muss ich mal ganz schnell finden. Da haben wir ihn. Und wir haben in unserem Blog auf UFPASS immer gesagt, wenn er unter diese Marke fällt, unter die 10.650 bis 40 hier unter diesem Bereich, dann wird es zum Sell-off kommen. Das haben wir schon vor einer Woche gesagt, wo wir es erwartet hatten. Das war aber hier in dieser Phase, die konnte man nicht mitnehmen. Aber genau das ist heute auch passiert. Hier gestern punktgenau hier unten angelaufen. Wir haben hier das Tief bei 10.652 und das Tief von gestern bei 10.653,7. Also ganz knapp über der tiefsten Marke aus dieser Konstellation und deswegen stand noch fest, wenn er durchgeht, dann scheppert es. Wir haben auch hier den Kanal, in den er wieder eingetaucht ist. Das heißt, die nächste Nummer, die wirklich bremst, ist einmal hier die 10.100. Deswegen liegt hier auch mein Take-Profit, falls ich den verpassen sollte, weil ich gerade angeln bin. Und ansonsten haben wir hier einen Kreuzwiderstand genau in dem Bereich 10.000. Spätestens dort sollte es die ersten Bullen wieder massiv in den Markt ziehen. Das heißt, wer bei der Short-Nummer dabei ist und diese Position jetzt absichern kann, er sollte jetzt eine Entscheidung treffen. Entweder zieht er die Nummer bis zum Ende durch, plane den Trade und trade deinen Plan und lässt das Ding einfach frei fallen, rechnet sich das aus und sagt, okay, ich will am Tag 20 Punkte machen. Wenn ich die Position jetzt mit 140 Punkten absichern kann, ist das für das 7 Handelstage, da brauche ich die 7 Handelstage, da habe ich meinen Soll drin und alles andere, was kommt, ist on the top. Wir sind von der 10.750 jetzt, wir sind 400 Punkte vorne, wir werden den Stop auf 200 Punkte in den Gewinn ziehen, so dass wir über diesen Tief hier liegen. Wenn wir, nee, nicht über diesen Tief, da sind wir gerade rein bei 10.57, sondern wir gucken, ich schaue es mal um in Stundenchart hier. Also wenn ich das jetzt zu durcheinander erkläre, könnt ihr ruhig dazwischen brüllen hier. Da haben wir diese Widerstandszone, die wir gedacht haben, okay, die läuft ja hier nochmal an. So, und wir sehen, wie der Sell-Off hier heute volle Granate gegriffen hat. Hier nochmal ein ganz kurzes Aufbäumen heute Mittag bis 10.650, um dieses Tief zu bestätigen, um dann direkt auch abzumarschieren Richtung Süden. Darüber liegt jetzt, hier oben in diesem Bereich liegt jetzt unser Stop. Wir warten jetzt die nächste Korrektur erstmal ab und werden den Stop dann nach dem Stundenchart über den Hochs nachziehen, um unten im Bereich 10.1, 10.000 eventuell glatt zu stellen oder die Position so eng abzusichern, weil ich bin mir ziemlich sicher, wenn die 10.000 bricht, dann
rennt der ganze Markt ganz massiv Richtung, da, die nächste feste Marke hier unten, 10,350, 10,4. Mit einem Zwischenstopp hier nochmal bei 9,5, wenn er aus dem Kanal nach unten rausfällt. Die Logik dahinter ist, dass die Aktienverkäufer oder die Aktienkäufer, die Aktienbesitzer irgendwann in Panik verfallen und nicht so eine Nummer durchmachen wollen. Da springen die Eschen wie bekloppt und ich kann nicht angeln hier, ich kriege eine Krise. es ist irre, ich gucke hier genau das Bild, was ihr vorhin gesehen habt. Da. Und vor allen Dingen da unten sind Otter. Da. Oh, nicht schlecht. Ja, da. Ich kann auch nicht angeln. Da tauchen echt irre, da. Siehst du? Ich meine, meine Frau, da. Schade, ich kann jetzt nicht auf die Kamera umschalten. Da vorne diese kleine Insel, die ihr vorhin gesehen habt, dort sind eben Eschen gesprungen und dazwischen taucht jetzt ein Otter hin und her und räumt da auf. Also brauche ich da wahrscheinlich auch nicht angeln. Nee. In eine andere Ecke. Nämlich da, wo der Otter nicht hinkommt. Aber apropos Aufräumen, yeah. Also das sieht stark nach Aufräumen jetzt aus im DAX. Ja, diese Nummer ist auch überfällig, dass hier diese Geschichte war völlig überhitzt. Diese Korrektur, die hat viel zu früh gebremst, aus meiner Sicht jedenfalls. Mhm. Wir haben hier schon mit der 8,150 gerechnet, dass er in diesen Bereich geht. Der hat hier einfach zwischendurch, lagen da wahrscheinlich zu viele Long Limits und dieser Move, den er hier gemacht hat, also wirklich in einem Stramm durch von 8.000, ich runde jetzt noch von 8,4 auf 12,4, 4.000 Punkte. Hm. Irre. In der kurzen Zeit. Ich glaube, es gab es noch nicht, deswegen wird es höchste Zeit. Und der Markt wird auch jetzt relativ schnell fallen, wenn er nicht massiv irgendwo aufgefangen wird, unterstützt wird die ganze Geschichte durch die Panik bei den Chinesen. Und die Aktien Besitzer werden sich irgendwie, haben ihre Stopmarken irgendwo sitzen, müssen ihr Depot irgendwann schützen oder die gleiche Nummer, wie wir 2008 hatten. Die wollen die Leute nicht nochmal mitmachen. Ich weiß noch, da haben die Banker damals, als der DAX bei 8.000 haben gesagt, da ist noch oben noch Luft und danach ist er gefallen bis 3.500 und ich glaube, vor dieser Nummer haben einige richtig Schiss, weil die haben 5, 6 Jahre gebraucht, um sich davon einigermaßen zu erholen und mussten die Nummer aussitzen, um nicht alles zu verlieren. Und davor haben die Leute Angst, deswegen werden sie die Nummer, werden sie wahrscheinlich auch rechtzeitig glattstellen. Das wird auch diese Verkaufswelle auslösen. Hier drunter, deswegen haben wir auch gesagt, hier drunter wird es ein Sell-off geben, unter der 10,650. Dort lagen massive Stops, die jetzt auch alle geholt wurden. Also, naja, du darfst auch nicht vergessen, der Dow ist ja auch nicht gerade prickelnd unterwegs. Ne? Das kommt ja auch noch dazu. Da kommt ja auch immer wieder Stör vorher rein. Ja, ich weiß gar nicht, wo der Dow jetzt heute steht. Den habe ich mir jetzt gar nicht angeguckt. Habe ich heute verpasst. Hat hier einen Haufen Kummer mit meiner Technik. Ich habe jetzt auch einen Systemadministrator. Oh, guck mal, der ist auch schon ein bisschen niedriger heute. Ja. Wenn ich mir. Wir waren gestern ja, beim Schluss bei 17,450, ne? Guck mal, wo wir jetzt sind. Ja, wir haben ja eine bestimmte Strategie, die wir gerne handeln. Du kennst die ja. Ja. Und dort sehen wir, das war gestern die Eröffnung von den Amis bei 10.401. Da habe ich erst überlegt, ob ich mir hier in diesem Bereich irgendeine Long-Position reinknacke, was ich dann aber nicht getan habe. Aber Gap Close fast aber auf dem Punkt. Geschlossen. Ja, aber wirklich fast auf dem Punkt. Sauber. Heute haben wir wieder ein Gap von 17,320. Eröffnung bei 17,190. Wieder 140 Punkte. Obwohl ich dem skeptisch gegenüberstehe, ob das noch zugemacht wird, weil der DAX ja doch richtig Gas gegeben hat heute. Hm. Aber selbst hier, gestern Abend um 8, als die Amis dann alleine unterwegs waren, als die vom Mittag kamen, von 3,64 hoch auf 5,20, 160 Punkte, klatsch,
einmal schnell Gap zu, Gap geschlossen und direkt wieder Richtung Süden. Weil so einer wie Georg, der ja immer dabei ist hier, der, glaube ich, der hat sich da wahrscheinlich richtig schön die Taschen vollgestopft, oder? Eine Korrektur jetzt nach dem heutigen Daumove. Welche Fibo-Marke hältst du für die wahrscheinlichere? Tja, im Moment traue ich mir da gar nichts zu sagen, muss ich ganz ehrlich sein, weil ich traue, der DAX hat oben auch, der F-DAX hat auf jeden Fall oben noch ein Gap, was geschlossen werden sollte. Danach sieht es aber im Moment überhaupt nicht aus, dass er das überhaupt in Augenschein nimmt. Wenn er hätte es heute passieren müssen, er die 650, die 10,650 wenigstens halten sollen, dass er ein Stück zurückläuft, hat er überhaupt nicht, sondern überhaupt keine Anstalten gemacht, sich irgendwo nach oben zu bewegen, sondern sie direkt durchmarschiert und das immerhin fast oder inzwischen 300 Punkte. Das ist schon irre. Also, im Euro, um die Analyse mal ganz kurz abzuschließen, den Rest seht ihr dann auch die ganze Zeit bei ufpass.de. Im Euro bleibt übergeordnet, wenn er durch dieses Gebotsziel hier durch ist, die Marke 1,1380 übergeordnet und im DAX bleibt die Nummer da unten hier, die 10,311, die dürfte sich heute noch holen und dann dürfte im Tageschart, irgendwie da erstmal dieser Widerstand hier bei 10.050, was sich auch mit diesen Hochs hier deckt, also da wird es wirklich massiv kribbelig. Dort unten werden wir auf jeden Fall wohl die erste Position glattstellen. Die Frage vorhin, ob ich meine Position nochmal aufstocke, ja. Ich werde die Position verdoppeln, wenn ich in irgendeiner Form eine Chance habe, mit einem kleinen Risiko reinzukommen. Dazu muss in dem Chart, hier im Stundenchart oder so, irgendwo eine Korrektur erfolgen und dann werde ich von hier aus runter skalieren von einer Zeitebene in die andere, immer weiter runter, um dann einen Einstieg eventuell zu kriegen mit einer kleinen Position und den Stop dementsprechend dafür die doppelte Position noch zu platzieren. Man darf nicht vergessen, die Position, die ich jetzt drin habe, die ist mit 7.000 Euro vorne oder ein bisschen drüber, glaube ich. Ja, wir sind schon fast bei 7, wir waren schon bei 7,5. Das ist mein Monatssoll für den September, aber für den August haben wir schon lange drinnen. Und ich bereite mich dann lieber auf das Seminar, auf die Trainerwoche vor und buche die Kohle bei September ein und dann ist der Monat auch sicher. Gier frisst Hirn. So wie zu den Setups in Fragen dazu sehen, könnt ihr das auch gerne über das Ticketsystem oder per E-Mail machen. Wir gehen auch gerne drauf ein. Die Zusammenfassung von Performance und Tour und Reisebericht und Technik und so weiter wird es in schätzungsweise in 2 Wochen ungefähr geben. Dann dürft ihr das soweit fertig haben, dass wir die Bilder auch aufbereitet haben. Und dann werden wir die zum Download auf der Homepage zur Verfügung stellen, falls der eine oder andere das vielleicht mal nachmachen will. Und vielleicht ergibt sich ja auch irgendwie was, dass wir vielleicht mal eine Reiseträgerwoche machen oder so. So, das soll es eigentlich für mich heute auch gar nicht weiter verausgaben. Ich werde mich jetzt 9 oder 10 Tage hier mal zur Ruhe setzen, ein bisschen die Beine hochlegen. Ich wollte eigentlich das 777, das passte so schön mit der Nummer und mit dem Abschluss, einfach dafür auch mal benutzen, um Danke zu sagen an unsere Community, die uns schon seit 6, 7 Jahren treu ist, das Bro irgendwie seit 5, 5,5 Jahren, die uns erfolgen. Und wir hoffen, dass wir euch ein bisschen Einblick geben konnten von dem, was wir die letzten Wochen gemacht haben. Danke an unsere Crew, die das Büro gepasst hat in der Zeit. Ne? Der hier. Der die ganze Zeit wirklich supportet hat. Wie blöd, der Kleine. Danke an Christoph und seine Alice. Und ja, ich habe schon ein Bier auf. Danke, Dagmar. Wir
Wären nächste Woche, wie gesagt, eventuell, aber ansonsten übernächste Woche, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, standardmäßig unsere Webinare machen. Auch danke an dich, Stefan, und danke an BH, dass er uns jahrelang so begleitet. So macht es doch einfach auch Spaß. Ja, danke. Immerhin, Also ich die muss auch danken, ne, weil dank deiner Systeme ist ja auch der Nanotrader bekannter geworden. Und ja, es ist immer wieder schön zu sehen, dass das auch so alles funktioniert. Ja, wenn es eben solche Handelsideen gibt, die dann umgesetzt werden und die dann auch so in die Breite gehen, dass das funktioniert, das ist ja genau das, was ich immer als Vision hatte. Und das haben wir jetzt hingekriegt. Also super. Dankeschön. Ja, gerne. Macht ja auch Spaß. Ich meine, immerhin, wir sind, Absolut, ich hatte gedacht, absolut. wenn wir richtig Gas geben, schaffen wir vielleicht zum 777. Webinar auch 777 Mitglieder, aber das haben wir lange nicht geschafft, aber wir sind schon über 600. Ja, siehst du. Oh, wer ist das denn? Aber ja, haben wir noch eine Aufgabe dieses Jahr. Fest steht, dass wir nächstes Jahr im Frühjahr das Tausendste machen, und da lassen wir uns mit Sicherheit richtig was einfallen. Da geben wir mal richtig Gas. Wir haben ja schon so ein paar Grundideen, die wir wahrscheinlich dann gemeinsam umsetzen werden. Vielleicht auch mit Birger und Michael und René oder so. Mal gucken, was wir da gucken lassen. Aber ich glaube, die 777 hat auch noch keiner gepackt. Da haben wir jetzt erstmal einen Nee. kleinen Vorsprung. Nee. Okay, in diesem Sinne will ich einfach Danke sagen und mich jetzt hier auch verabschieden. Sonst wird der Fisch warm und werden uns jetzt ein paar Eschen in die Pfanne hauen und ein paar Bratkartoffeln und uns mit einer schönen Flasche Rotwein draußen in die Sonne setzen. Und dann sehen und hören wir uns wieder in 10 Tagen ungefähr. Wenn Fragen sind, bis dahin, unser Ticketsystem läuft trotzdem, es wird auch bearbeitet. Das Büro ist ja ganz normal besetzt und ich rufe die Tickets auch zwischendurch ab und bearbeite die auch, wenn es irgendwo kneift. Sonst im Büro anrufen, eine Mail schicken und BH, Timo und Konsorten oder Stefan, die helfen euch genauso gerne. Also wird ja trotzdem keiner hängen gelassen. In dem Sinne wünsche ich euch jetzt erstmal einen schönen Abend. Genießt den Sommer. Wir werden ihn jetzt auch noch ein paar Tage genießen. Danke Ja, für die 777. Ja? schönen Urlaub euch noch beiden, ne? Genießt es. Macht's gut. Machen wir. Alles klar. Bis dann. Tschüss, tschüss und moin, moin. Euer Skype-Trainer Thorsten und sein Team. Tschüss, tschüss. Moin, moin.